Was geht ab, Freunde und Supporter? Euer Sauber am Start für euch mit einer neuen Folge zu Spider-Man. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, Freunde, und dass ihr wieder mit dabei seid. Dickes Dankeschön natürlich immer an die Leute da draußen, an die Supporter da draußen, die mich und mein kleines Projektchen hier unterstützen. Und ja, Freunde, wir machen uns jetzt auf direkt zur nächsten Nebenmission. Ja, diesmal gehen wir direkt straight dorthin. Also diese Forschungsprojekte sind immer so, das sind verlockend. Das sind verlockende Ziele, weil wir da immer nur ein kleines, schnelles Foto brauchen. Aber ansonsten, Freunde, kommen wir, glaube ich, ganz gut voran. Ich kann ja mal ganz kurz gucken. Ich bin jetzt bei 34%. Nur damit ihr mal Bescheid wisst. Es ist, glaube ich, jetzt voll... Boah, shit, ich komme ein bisschen durcheinander. Folge 16? 12? Ich weiß es gar nicht. Ich hab's vergessen. Einfach so eiskalt vergessen. Und wir sind schon bei 36%. Also, schauen wir mal. Schauen wir mal, wie lange das Ganze geht. Aber wir haben da noch ein bisschen was vor uns, Freunde. Auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. So, dem armen Mann mit seinen Tauben möchte ich auch helfen. Ja, ich denke, ich habe bisher eine ganz gute Mischung gefunden. Wir hatten, glaube ich, jetzt nur ein Part, höchstens zwei, wo wir fast nur eine Nebenmission gemacht haben. Und ansonsten hier und da mal ein bisschen was einstreuen. Ist, denke ich, ganz cool. Außerdem leveln wir so auf, schalten wir die ganzen Marken frei. Wir schalten die Anzüge frei, damit wir uns die kaufen können. Es hat schon seinen Sinn, Freunde. Es hat schon seinen Sinn. So. Ups, das hat natürlich gar keinen Sinn gemacht. So. Alter. Es fühlt sich. Gerade kam Rosa zu ihren Brüdern und Schwestern. Ich helfe gern. Du kennst die Kleinen ja ganz schön gut, was? Das bleibt nicht aus. Sandra kannte sie immer am besten. Sandra? Oh, meine Frau. Sag Sandra, dass sie schöne Vögel hat. Oh ja, natürlich, Spider-Man. Danke nochmal. Und bitte, such weiter. Oh, Spidey, ich glaube... Also entweder sind die nicht mehr zusammen oder seine Frau ist gestorben. Das hat sich jetzt jedenfalls nicht so gut angehört, Spidey. Leider keine Zeit. Wir müssen zur nächsten Hauptmission. Was weißt du über Sable International? Was war das? Nationale Sicherheitsfirma. Normalerweise von Regierung engagiert, um Revolutionen zu beenden oder zu starten. Das Letzte, was wir jetzt brauchen, ist eine Stadt voller schießwürdiger Söldner. Wow, die sozialen Medien laufen heiß. Sie richten in der ganzen Stadt Kontrollpunkte ein und führen zufällige Kontrollen durch. Das ist verrückt. Scheiße, nein. Stimmt. Norman Osborn fühlt sich bedroht. Stimmt, ihr habt recht. Alter, wie viele Stationen wir jetzt... Also ich dachte, die eine Station am Anfang der Folge, dachte ich, das wäre noch die eine Auseinandersetzung am Ende der letzten Folge, wo es ein bisschen Action gab. Aber stimmt, hier gibt es immer mehr so Wachposten oder sowas. Krass. Das müssen wir auf jeden Fall im Auge behalten, Freunde. Das müssen wir auf jeden Fall weiter beobachten. Sehr, sehr cool. Wie sich die Stadt jetzt verändert. Das ist geil. Peter! Also wenn du das hier jetzt leitest, während Mr. Lee weg ist, wer macht dann deinen Job? Ha, ich. Aber etwas Hilfe könnte ich brauchen. Weißt du jemanden? Zufälligerweise ja. Sein Name ist Miles Morales. Hm, kommt mir bekannt vor. Sein Vater hatte die Ehrung im Rathaus. Oh. Ich traf ihn bei der Beerdigung. Er ist ein guter Junge. Er macht nur gerade viel durch. Ich kannte auch mal so einen Jungen. Ja, ich erinnere mich, dem half Ablenkung. Ihm vielleicht auch. Hier, die Nummer seiner Mom. Danke. Ich rufe sie an. Du hast nichts von Mr. Lee gehört, oder? Nein. Warum? Ach, nur so. Ich habe noch ein paar Minuten Zeit. Ich sehe mich mal um. Vielleicht finde ich noch irgendwas, womit ich dir helfen kann. Oh, das musst du nicht. Ich weiß. Ich möchte aber. Boah, Junge. Spidey. Peter. Du hast eine mega krasse Tante, Alter. Ohne Witz jetzt.
Soll ich dir was helfen? Richtig, ich weiß doch, dass es mir am meisten hilft, wenn du dich aus meiner Küche fernhältst. Die ist mega, mega korrekt, ey. Tante May halt, wa? Wann war sie mal nicht korrekt? Pete, schön, dass es dir gut geht. Yo, Brody. Ja, ich halte durch. Ja, Peter, dir geht's richtig schlecht, wa? May hat erzählt, du warst beim Bombenanschlag. Ich hab für dich gebetet. Danke dir. Danke, nett von dir. Vor allem, wie er darauf reagiert. Danke dir, nett von dir, so. War ja nur ein Bombenanschlag. Sehr nur ein wie paar komm ich da rein? Unauffällig. Tritt doch die Bude einfach ein. Finde einen Weg da rein. Vielleicht gibt es einen Lüftungsschacht. Ja, da oben, aber wo ist der andere? Wo ist der Eingang? Ah, hier. Okay. Ich war noch nie in dem Zimmer. Hallo, Spider-Man. Spider-Man? Hier nicht? Hier nicht rein? Oh, es ist dunkel. Es ist dunkel, ich sehe gar nichts. Wow, was zum... Hochspannungsleitungen. Was braucht so viel Strom? Ich verstehe, aber die konnte nur... Ja. Beeil der Raum, den ich von der Lüftungsanlage aus gesehen habe. Er müsste auf der anderen Seite des Schranks sein. Lies Tagebuch. Ein Schlüssel. Aber wo ist das Schloss? Da kommt doch gleich jemand hier ins Büro, Junge. Oder? Untersuchen? Lesen. Liebe May, schon bald wirst du... Die Notiz scheint für May zu sein. Okay. Schon bald wirst du Geschichten über mich hören. Diese Geschichten werden der Wahrheit entsprechen. Doch was wir aufgebaut haben... Lee hat sich wirklich um May gesorgt. Sie scheint außer Gefahr zu sein. Junge, dann liest doch selber vor, wenn du da zwischenquatscht die ganze Zeit. Doch was wir aufgebaut haben, die Geschichte von Fies ist ebenfalls wahr. Ich möchte, dass du weißt, dass ich immer an unsere Mission geglaubt habe. Ich war kein Lügner oder Hochstapler. Es kam aus tiefstem Herzen. Hilft man einem, hilft man in Wahrheit allen. Bitte lass dich durch meine Fehler nicht in deinem Glauben erschüttern. Du bist stark, May. Stark genug, um eine neue Fies-Geschichte zu schreiben. Eine, die frei ist von meinen Fehlern. Vielen Dank für alles, was du getan hast. What the fuck, Alter? Warum? Ha, im Foto fehlt das Bild am Schrein. Warum? Warum schreibt er ihr sowas Korrektes? Geht denn aber los und macht Terroranschläge? Ich verstehe es nicht. Was steckt dahinter? Die Geistergeschichte, die Lees Vater ihm vorgelesen hat. Über einen Dämonen, der nur durch Gleichgewicht beherrscht werden kann. Vergiss nicht, sagte der alte Mann. Nur Gleichgewicht kann die Macht des Dämonen zügeln. Ohne Gleichgewicht wird das Monster jeden bekämpfen, der versucht, es zu kontrollieren. Ah, vielleicht war Fies sein Ausgleich dafür. Jetzt hat er es aufgegeben und jetzt dreht er komplett durch. Weißt du? Dieses Yin und Yang-Verhältnis, das er versucht hat, auf der anderen Seite, ja, halt Gutes zu tun. Lee hat so viel für New York getan. Ich kann nicht glauben, dass er so viel Finsternis in sich hat. Doch, offensichtlich ist es so. Ich soll mir das ansehen. Ja, hier am Ding stimmt was nicht. Ich raff das schon. Aber wie entferne ich das scheiß Bild? Oder wo muss ich hingucken? Spidey? Gibt's da was anderes, was ich untersuchen kann? Lass mich nochmal hier reingucken. So, Wilson Fisk wurde verhaftet. Ich kann es kaum glauben. Der Tag, von dem ich geträumt habe, ist endlich da. Doch aus irgendeinem Grund zögere ich. Kann ich das wirklich durchziehen? Lee scheint hin und her gerissen. Als ob das nicht der richtige Weg für ihn wäre. Es wird alles so schnell gehen, wenn ich ein Wort sage. Meine Männer holen sich Fisk Waffen, seinen Sprengstoff, seine Geheimnisse.
Mit dieser Stärke werden wir Norman zeigen, was echte Schmerzen sind. Er wird wissen, wie es ist, wenn er das, was er liebt, mit seinen eigenen Händen zerstört. Doch um das zu erreichen, müssen wir so viel aufgeben. Alles, was ich bei Feast aufgebaut habe, all das Gute, das ich getan habe, wird ausgelöscht, wenn mein Plan funktioniert. Meine Chance ist endlich da und doch zögere ich noch. Soll ich umkehren? Ein Teil von mir möchte das, doch der Dämon ist hungrig. Dämon ist hungrig und ich weiß nicht, ob ich stark genug bin, um ihn aufzuhalten. Ja. Junge, offensichtlich nicht. Ich muss hier ran, aber er macht ja nichts. Kann hier an. Aha! Wo war das? Oh Gott, ich hab das Schlüsselloch die ganze Zeit übersehen. Aber egal, wir haben trotzdem nicht so viel Zeit verloren. Wir haben trotzdem nochmal das Ding gelesen. Alles gut, Freunde. Ich weiß, alle haben schon in die Tasten getippt und so. Ey, mach doch die Augen auf, Junge. Alles gut, Freunde. Das scheint richtig. Ah, verstehe. Okay. Ist es nicht? Ist es nicht quasi schon richtig? Ja. So, gut, Freunde, ich hab's geschafft. Noch ein bisschen hin und her. Wow. Aber am Ende doch natürlich locker easy möglich. Das verstecken Sie nie. Halt ein bisschen rumprobieren, ne? Boah. Diese Maske, ey, die sieht so geil aus. Die ist besessen von Masken. Ist das was Psychologisches? Als ob er vorgeben musste, jemand anderer zu sein, um seine dunkelsten Gefühle herauszulassen. Vorgeben musste, ein Dämon zu sein, bis er einer wurde. Lee überträgt den anderen seine Kräfte. Wie tränkt Lee sie mit seiner Macht? Bioelektrische Induktion? Verdichteter Phasensprung? Wer weiß? Wer weiß? Oh, wer ist denn das? Wer ist denn das? Gruselig. Ja, irgendwie schon ein bisschen gruselig. Was haben wir hier? Ich spüre, wie meine Kraft wächst. Sie nährt sich von meiner Wut. Vater würde sagen, ich hätte mein Gleichgewicht verloren. Aber er hat es nie begriffen. Man kann ein Monster nur bekämpfen, indem man selbst eins wird. Ja, ich weiß ja nicht. Wow, das ist der Ordner, den MJ im Auktionshaus gefunden hat. Vielleicht liefert uns das einen Hinweis auf seine Pläne. Ein Brennraum, verkabelt, um Beweise zu vernichten. Wenn die Polizei das gefunden hätte, oder May, ich will mir gar nicht vorstellen, was dann passiert wäre. Also, wie komme ich hier raus? Tja, Spidey, hier, vielleicht das Wegschieben? Was meinst du? Aber wo sind wir denn jetzt hier, im Keller oder was, von der ganzen Anlage? Vielleicht finden wir hier noch ein bisschen mehr, oder? Nee. Hallo, Peter. Oh, scheiße. Mr. Lee?
Ich dachte, sie wären verreist. Hast du gefunden, was du gesucht hast? Martin, du bist zurück. Ich nehme das. Dank dir. Und leider auch gleich wieder weg, fürchte ich. Ich brauchte nur was aus meinem Büro. Hast du das vom Rathaus schon gehört? Ja. Tragisch. Peter war dort. Er hatte wirklich Glück. Bei einer Osborne-Rede? Ich hielt dich nicht für einen Fan. Tja, Hauptsache, euch ist nichts passiert. Amen. Die Bombenleger sind noch da draußen. Wer weiß, was sie als nächstes planen. Ich glaube nicht, dass du oder May euch Sorgen machen müsst. Solange ihr euch von Orten fernhaltet, wo ihr nichts zu suchen habt. Tja, ich muss los. Wann kommst du zurück? Wenn meine Arbeit getan ist. Scheiße. Wenn Martin rausfindet, dass Spidey dahinter steckt, ist May auch in Gefahr wieder. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut, Freunde. Ich habe endlich den Beweis. Du musst schnell zum Feast Center in Chinatown. Was werde ich da finden? Eine nette Dame namens May Parker. Und in Lees Büro sind echt seltsame Sachen versteckt. Hör zu, er hat einen weiteren Angriff geplant. Wo? Wann? Da arbeite ich noch dran, aber will etwas mit dem Namen Teufelsatem verwenden. Das klingt gefährlich. Was ist das? Eine von Oscorp hergestellte Substanz. Vielleicht eine Art Biowaffe. Ich habe einen Ordner voller Informationen darüber. Ich behalte ihn erstmal. Ich schicke so bald wie möglich Kopien. Okay, wir sehen uns dein Büro an. Wenn die Beweise ausreichen, gebe ich eine Fahndung raus. MJ, hey, ich wollte mich mal melden. Peter, hey, kann ich dich zurückrufen? Das interessiert dich sicher. Warte, warum flüsterst du? Ich bin nur gerade beschäftigt. Wie wäre es mit Abend? Bei mir? Oh, klar. Ich koche auch. Cool. Bis dann. Warte, weißt du noch, wie du mir über Lees Verderben durch Berührung erzählt hast? Ich glaube, ich habe das gesehen. Wie? Ein paar nette Obdachlose haben mich angesprochen. Ihre Augen glühten. Und Yuri hat mir etwas Ähnliches über die Wache erzählt, die Schocker freigelassen hat. Schocker hat für Lee gearbeitet? Es hängt alles zusammen. Ich habe noch mehr Infos. Aber da reden wir beim Essen drüber. Ja, bis dann. Abendessen. Was soll ich kochen? Oh mein Gott. Tja, was soll er kochen? Was soll er kochen, Freunde? Alter, wie schnell man hier die Wahrzeichen abklappern kann, vor allem aus welcher Distanz. Naja, also Freunde, es ist... Boah. Oh, hi Doktor, wie geht's Ihnen? Parker, spannende Neuigkeiten. Kommen Sie ins Labor. Wie jetzt? Das ist meine Sternstunde. Das müssen Sie unbedingt sehen. Cool, ich bin zum Essen verabredet. Kann ich später kommen? Essen kann warten. Sie müssen das sehen, Peter. Okay. Komme sofort. Alles klar. Na gut, okay, Freunde. Ob ich jetzt wieder einen Job habe? Ich kann wohl eine Minute vorbeischauen. So, Freunde, das war's dann an dieser Stelle. Es ist mega, mega mäßig spannend, Alter. Was ist mit diesem Lee los? Warum tut er das? Warum hat er so Hass auf Osborn? Tante May kommt bestimmt auch noch zwischen die Fronten. Es wird so kommen, Freunde. Es wird so kommen. Boah, Mann, macht die Story Bock. Ich sag ja, auch die Nebencharaktere und so. Sehr, sehr nice bisher. Freunde, bewerten, kommentieren nicht vergessen. Schreibt mal eure Meinung zu dem Ganzen. Wir hören uns beim nächsten Mal. Haut rein und tschüss.